So, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Pettinger. Ich bin bei der Exertis Pro AV als Technical Sales Manager im Bereich Digital Signage und Media Solutions. Und in unserem heutigen Webinar wird es um die neuen Geschäftsmöglichkeiten mit dem Joan Workplace Management Tools gehen. Joan hat sich von einer gerätezentrierten Lösung zu einem Arbeitsmanagement-Portfolio entwickelt und bietet die Möglichkeit der Geschäftserweiterung. Die neue Joan-Plattform besteht aus 6 Modulen. Ich möchte Ihnen jetzt einen ganz kurzen Überblick über unsere heutige Agenda geben. Wir werden beginnen mit Joan, das neue Arbeitsplatzerlebnis, danach Joan als Workplace Management Tool mit den 6 Modulen, praktische Lösungen für Sie als Händler und am Schluss Fragen und Antworten. Fragen können Sie jederzeit zwischendrin über das Fragetool eingeben. Ich werde die Fragen zwischendrin gerne beantworten, beziehungsweise allgemeine Fragen beantworten wir dann am Schluss. Ich übergebe jetzt das Wort an Lex de Gries. Er ist der Direktor der Region Westeuropa für Joan und wird durch das heutige Webinar führen. Lex, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank, Philipp, und schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zu diesem Webinar. Ja, wie Philipp schon sagte, am Ende gibt es eine Möglichkeit zu fragen oder Ideen oder was immer. Also bitte teilen Sie das auch während des Webinars mit uns. Dann wird die Hanna und Philipp werden die Fragen nehmen. Ich werde mein Kamera mal ausschalten. Dann haben Sie reine dieser Sicht. Okay, ja. Ups. So. Ja, die Market Trends. Ja, vielen Dank, Philipp, nochmal für die Introduktion. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Markttrends. Ja, wir sehen schon Jahren eigentlich eine Zunahme an Remote-Mitarbeitern. Und auch vor der Pandemie sahen wir schon ein großes Wachstum. Und in den letzten Jahren hat sich diese Steigerung natürlich weiterhin durchgeführt. Noch nie waren eigentlich so viele Generationen auf dem Arbeitsplatz zusammen. Und jede hat unterschiedliche Bedürfnisse. Was wir sehen, ist, dass Immobilienkosten natürlich neben den Arbeitskosten die größten Kosten der Unternehmen sind. Und wir sehen, dass virtuelle Kollaboration, Zusammenarbeit zunimmt. Für den globalen SaaS-Markt für Web- und Videokonferenzen zeigte 2020 ein Wachstumsstoß auf 110%. Und der Weltmarkt, um mal eine Idee zu geben, in 2027 wird auf eine 13,1 Milliarden Dollar eigentlich errechnet. Und was wir sehen, ist, dass mehr und mehr die Nutzer an Plug-and-Play gewohnt sind, wie es wir alle als Verbraucher gewöhnt sind. Und schließlich sehen wir eine starke Mobilitätssteigerung. Ja, der flexible Arbeitsplatz, ja, eine flexible Arbeitsumgebung bietet natürlich den Mitarbeitern ein Gleichgewicht zwischen Arbeit von zu Hause und im Büro. Und viele Unternehmen erkennen die Vorteile eines flexiblen Arbeitsplatzes und sehen ihn als Möglichkeit, das Unternehmen kosteneffizient und sicher zu führen. Wenn flexible Lösungen gut umgesetzt werden, sind Unternehmen in der Lage, ein stabiles Umfeld zu bieten, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und ihre Unternehmensleistung zu steigern. In dieser Hinsicht möchte ich eigentlich ein Zitat von Simon Sinek mit Ihnen teilen. Und er sagte: Musik ist das, was zwischen den Noten passiert. Vertrauen ist das, was zwischen den Treffen passiert. Und auch wenn virtuelles Arbeiten bequemer erscheint, kann nichts den menschlichen Kontakt ersetzen. Und wenn es sicher ist, wieder im Büro zu sein, werden wir spüren, wie unterschiedlich es ist, wirklich zusammen zu sein. Und ich denke, dass viele das erfahren haben. Ja, was wünschen sich jetzt eigentlich Unternehmen? Ja, wenn wir uns die wichtigsten Wünsche von Unternehmen, also von unseren Kunden und ihren Kunden anschauen, da sehen wir, dass Unternehmen eine effektive und effiziente Raumnutzung möchten.
Auch gibt es ein starkes Bedürfnis an sogenannten hybriden Meetings, also Videokonferenzen, persönliches Treffen zu ermöglichen. Und viele Unternehmen möchten natürlich auch so weit wie möglich das Phänomen der Geistermeeting, also Ghost Meetings, vermieden, da es zu Irritationen und Kapazitätsverlust führt. Und Unternehmen möchten imstande sein, um eine flexible Büroausstaltung vorzunehmen. Und dabei ist eine einfache Wartung sowie Einrichtung und schnurlose Installation zu bevorzugen. Und schlussendlich sind Unternehmen auch daran interessiert, um Büroflächen zu sparen. Ja, wenn wir uns mal die zentralen Herausforderungen sehen, die oben genannten Trends und Bedürfnisse stehen natürlich eine Reihe zentraler Herausforderungen dar. Es ist daher wichtig, eine Umgebung bereitzustellen, die Gesundheit, Produktivität und Effektivität des Arbeitnehmers unterstützt. Es ist auch wichtig, den Arbeitsplatz intelligent zu organisieren, zum Beispiel unter Berücksichtigung der sozialen Distanzierung und optimierter Raumnutzung. Und es ist natürlich auch zu versehen, so wenig möglich Objekte wie möglich zu berühren. Ja, seit 2015 ist John die führende Organisation in der Branche der Besprechungsraumsysteme. Und seitdem haben wir aus mehr als 90 Ländern weltweite Einblicke in die Effizienz von Arbeitsplätzen gewonnen. Wir verstehen die Trends am Arbeitsplatz auf weltweiter Ebene und sind bestrebt, Lösungen anzubieten, die für jede Unternehmensgröße, Herkunft und Branche eigentlich geeignet sind. In den letzten Jahren wurde der Arbeitsplatz von einem einzigartigen Ort aufs Neue definiert. Zu Bürogebäude, Besprechungsräume, Office Pods, Huddle Spaces, Arbeitsplätze und sogar natürlich die Heimbüros oder Home Offices und darüber hinaus. Eigentlich aufbauend auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und jahrelange Erfahrung präsentieren wir das Workplace Management Portfolio zur Steigerung der Effizienz am Arbeitsplatz und zur Verbesserung der Erfahrung für Mitarbeiter und eigentlich auch Besucher. Das John Workplace Management Portfolio umfasst die 6 Module, die Philipp schon erwähnte. Das erste ist Room Management, also bezieht sich auf Räume. Der zweite ist Desk Booking, bezieht sich auf das flexible Schreibtisch Management. Der dritte ist Visitor Management und das ist eigentlich Besuchermanagement inklusive Health Screening. Als vierter der Home Office Management, also professionelle Gestaltung des Heimbüros, also der Home Office. Als fünfter Digital Signage and Wayfinding, also digitale Informationsbeschilderung und Routenführung. Und als sechster und letzter natürlich unsere Advanced Analytics, also die erweiterte Analyseberichte. Ja, Room Management. Wenn wir über Room Management sprechen, dann meinen wir eigentlich tatsächlich jeden buchbaren Ort. Also das kann sein im Büro, wie Sie hier sehen, mit Meetingräumen. Es kann auch sein zum Beispiel diese Art von Huddle Spaces, diese quasi offene Plätze, wo Leute sich zusammentreffen und Besprechungen machen. Aber auch zum Beispiel diese Art von Lösungen. Das sind sogenannten Office Pods, die wir in zunehmendem Maßen sehen, vor allem zum Beispiel im Großraumbüros, wo Leute sich mal in Ruhe hinstellen möchten und ein ungestörtes Telefonat machen. Wenn wir uns den John 6 mal anschauen, hier sehen Sie natürlich ein Beispiel unseren berühmten Raumbuchungssystem der John 6 Zoller, populär natürlich in der Anwendung für Besprechungsräume, Huddle-Räume, Office-Pods und Telefonzellen und so weiter. Hier mal einen kurzen der Eigenschaften der John 6er. Also der John 6er verbindet sich natürlich nahtlos mit dem WLAN, unterstützt die Standard Kalendersysteme wie zum Beispiel Microsoft 365, aber auch Outlook Exchange, Google G Suite und so weiter.
Es ist natürlich eine schnurlose Installation, die auf jeder Oberfläche dank der magnetischen Halterung zu befestigen ist. Und der John ist 99% strombesparender als LCD-Alternative. Die John 6er hat natürlich eine wiederaufladbare Akku und die hat eine Laufzeit bis zu 3 Monate. Und letztendlich gibt das E-Paper-Optik natürlich ein scharfes und sehr ruhiges Bild. Für diejenigen, die das John 6er noch nicht gesehen haben, es gibt auch die Möglichkeit, um vor Ort eine Buchung des Raumes vorzunehmen. Hier sind Sie auf Englisch die 3 Tastaturen, die da sind, also Meet Now, Meet Later und Timetable View. Damit ist man imstande, eigentlich auch vor Ort eine Buchung zu nehmen, die dann wieder in Company Calendar reingeschossen wird. Es ist auch möglich, um an der John 6 Zoller ein Check-in zu machen und damit zeigt man, dass man tatsächlich physisch im Meetingraum reingeht und das beugt natürlich wieder die Geistermeetings vor. Es ist auch eine Möglichkeit, um einen sogenannten Custom Button einzubringen und mit dieser Custom Button können Sie eigentlich ein spezifisches Prozess unterstützen, wie zum Beispiel Show ein QR-Code und dann kann man zum Beispiel Zugang bekommen auf dem WLAN. Wir haben auch natürlich wegen des Bedürfnisses an Gesundheit und Sicherheitsmerkmale auch die Möglichkeit gegeben, zusätzliche Funktionalität einzubringen auf den John 6er. Hier sehen Sie 2 Beispiele. Zum Beispiel dann zeigt man eine Möglichkeit, um den Layout spezifisch zu konfigurieren, zum Beispiel Wäsche, die Hände und so weiter. An der rechten Seite sieht man auch die Möglichkeit, um den spezifischen Raumkapazität anzuzeigen. Also, dass man sieht, so viele Leute dürfen insgesamt hier in so einem Raum sein. Sie sehen auch die Möglichkeit, um einen Reinigungstaster reinzubringen. Das ist eine Taste, die man eindrücken kann, womit es dann angezeigt wird, wann der spezifische Raum am letzten Mal gereinigt war. Und es ist auch möglich, wenn Sie das in diesem Layout machen, um die 2 nächsten Besprechungen zu sehen. Ja, dann kommen wir mal zu den John 13 Zoller. Was Sie hier natürlich sehen, der ist spezifisch eigentlich konzipiert für Rezeptionen, Lobbys und so weiter und hat 3 Anwendungsarten. Das erste ist das Schedule Board, womit man eigentlich eine Übersicht sieht von maximal 7 Besprechungen in einem Raum. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Room Grid reinzubringen und der Room Grid zeigt eigentlich eine Übersicht bis zu 9 Räumen und wird oft an eine Rezeption, Zentralempfang oder auf eine Stockebene eingebracht. Die dritte Anwendungsart, die wir haben, ist die Team Grid und damit ist man imstande, um bis zu 9 Mitarbeiter, eigentlich die Verfügbarkeit 9 Mitarbeiter zu zeigen. Und das wird oft benutzt in einem Großraum, wo man dann sieht, dass die Leute physisch da sind. Aber auf diese Art und Weise kann man dann auch sehen, okay, sind die jetzt an einer spezifischen Arbeit oder darf ich denen stören? Ja, nahtlose Integration ist natürlich ganz wichtig. John stellt immer eine Verbindung zum WLAN und dem bestehenden Kalender des Unternehmens her. Und das kann natürlich sein Google G Suite, Office 365, Outlook Exchange oder etwas mit einer ICS. Und über die API ist es auch möglich, sagen wir mal, etwas mehr kompliziertere Verknüpfungen vorzunehmen mit zum Beispiel Facility Management Systems, die Ihre Kundschaft haben könnte. Ja, müheloses Onboarding, natürlich die Magnetehalterung, die man auf Glas, Holz, Linoleum und so weiter, Vinyl machen kann. Das wird mit jedem 6 Zoller und 13 Zoller geliefert, also sehr Standard in das Paket. Und es ist auch möglich, um zusätzlichen Secure Mounts zu kaufen, womit das Gerät, sagen wir mal, auch nochmal zusätzlich gesichert werden kann. Energieeffizienz, ganz wichtig. Der John ist 99% energieeffizienter als LCD-Bildschirme. Und hier sehen Sie, dass der John 6er Zoller hält die Batterie bis zu 3 Monate auf einer Ladung und der 13 Zoller sogar 1 Jahr auf einer Ladung.
Wir haben auch die Möglichkeit, sogenannten Drone-on-Displays zu machen. Und das eignet sich eigentlich für schon bestehende oder von Ihnen zu liefern Smart Displays. Und das ist eine reine Softwarelösung, womit eigentlich die Raumbuchung auf größeren Bildschirmen gezeigt wird. Hier sehen Sie das im Landscape-Format. Und wenn Sie es in Portrait-Format machen, da können bis zu 30 oder mehr Räume darauf gezeigt werden. Und das eignet sich natürlich ganz gut für diese Gebäude, die eine große Zahl von Räumen haben. Und es ist auch möglich, wenn der Kunde das möchte, um das zum Beispiel auf deren schon existierenden Android- oder iOS-Tablets zu machen. Das sehen wir manchmal, wenn zum Beispiel ein neuer Mieter in ein Büro geht und der vorige Mieter hat das schon eine Installation da gemacht, dass er das natürlich benutzen möchte. Und das kann dann auf diese Art und Weise gemacht werden. Es ist auch eine super Integration mit Microsoft Teams. Wir sehen natürlich, dass Microsoft Teams sich an Popularität steigert. Und es ist auch, denke ich, ganz gut zu wissen, dass wir eine Integration haben mit Teams über den Drone Bot für Microsoft, womit dann auf eine leichte Art und Weise auch Buchungen vorgenommen werden können. So, gehen wir mal zum zweiten Punkt. Das ist eigentlich der Punkt des Desk Bookings. Was wir hier natürlich sehen, sind jeweilige Beispiele von, wie man an einem spezifischen Arbeitsplatz sitzt. Und es war natürlich, startet eigentlich voriges Jahr, dass es ein starkes Bedürfnis kam, um effektiv und effizient eigentlich Raumbuchungen vorzunehmen. Und was wir dafür gemacht haben, ist der Drone Desk Booking App. Also der Drone Desk Booking Solution. Und damit sind Sie imstande, eigentlich die Buchung von Schreibtischen auf skalierbare Weise zu machen. Also keine Tabellkalkulationen oder E-Mails und Konflikte oder was immer. Es ist ganz leicht zu arbeiten. Man braucht nicht eine Schulung dafür, um das zu benutzen. Es ist eine äußerst benutzerfreundliche Oberfläche, ist gewährleistet vom ersten Tag an mit einer einfachen Navigation. Sie können sich einen Schreibtisch aussuchen und buchen Sie ihn, wie eigentlich beim ersten Versuch eigentlich meistern kann. Sie brauchen keine Änderungen am Büro eigentlich vorzunehmen. Es ist nicht erforderlich, zum Beispiel Schreibtische zu bewegen oder Wände aufzustellen. Sie begrenzen einfach die buchbare Oberfläche und Ihr flexibler Arbeitsplatz ist bereitgesetzt. Und Sie können verfolgen, Sie Reservierungen und aktiven Kontaktverfolgung. Die Desktop-Version, die wir auch haben, ermöglicht eine einfache Nachfolgung von Buchungen und ermöglicht es Büroleitern, die Standorte der Mitarbeiter zu verfolgen und Schreibtische an ihre Stelle zu buchen. Und Sie sehen, dass das verfügbar ist auf eine iOS- und eine Android-App-Möglichkeit. Und Sie können das auch über einen Webbrowser-Zugang geben. Also Ihre Kunden, wenn die nicht möchten, dass deren Mitarbeiter deren eigenen Handy benutzen, da kann es auch über einen Webbrowser. Und hier sehen Sie das zum Beispiel die Art und Weise, wie das kann. Man kann sich bestimmte Zeitpunkte annehmen oder man kann es frei aufgeben, wenn man einen bestimmten Tisch haben möchte. Also ganz gute Art und Weise, um Ihre Kundschaft zu unterstützen, die Desk-Management zu gestalten. Und es ist auch möglich, wenn eine Person im Büro dann kommt, dass er bestätigt, dass er den Arbeitsplatz benutzt. Also stellen Sie sich mal vor, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter einen Desk gebucht hat für nächsten Montag, aber er kommt nicht dann und wenn er das nicht konfirmiert, dann wird der Schreibtisch auch wieder freigegeben. Das dritte Punkt. Home Office Management. Ja, viele von uns heute sind im Home Office und hören vom Home Office zu. Wir sind, ja, denke ich, in den letzten 12 Monaten quasi alle Home Office Spezialisten geworden. Und wir haben natürlich festgestellt, dass Endkunden ihren Mitarbeitern die Werkzeuge für ein professionelles Home Office zur Verfügung stellen möchten. Wir sehen auch, dass Budgets da zur Verfügung kommen. Und Sie können Ihre Kunden über die Lösungen und Technologien informieren, die zum Erstellen eines Home Office Pro Stils verfügbar sind. Und hier können Sie natürlich die Drone Home positionieren, um sicherzustellen, dass der Home Office der einem professionellen, flexiblen Arbeiter und die anderen Homeoffice- oder Familienmitglieder auf effektive Weise über ihren Besprechungsstatus informieren kann.
Und Joan ist natürlich ein wichtiger Bestandteil bei der Erstellung eines professionellen Homeoffice. Es zeigt die Verfügbarkeit, die Termine einer Person bei der Arbeit im Homeoffice und stellt sicher, dass niemand seine Besprechungen oder vertieften Arbeitssitzungen stört. Sie können sich vorstellen, viele Leute arbeiten auf diese Art und Weise. Es gibt auch Leute, die sogar in ihren Hintergarten einen Homeoffice platzieren lassen, um auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und hier sehen Sie also die Logik, wie wir das machen. Es wird verknüpft mit dem persönlichen Firmenkalender eines Mitarbeiters. Also da auf diese Art und Weise kann dann gezeigt werden, ob eine Person verfügbar ist, ja oder nein. Und es kann auch anonym gehen, dass man nicht sieht, was das Thema ist, aber nur, dass der Person im Gespräch eigentlich ist. Vierter Punkt, Visitor Management. Was haben wir da drin? Wir haben eigentlich die Möglichkeit, um das Besucher scannen beim Eingang einen QR-Code. Das kann auf einem Bildschirm stehen, aber das kann auch auf einem Papier stehen. Das kann natürlich auch auf einem Joan 6er stehen oder 13er. Aber der scannt sich einen QR-Code und dann kann der Besucher eine Umfrage auf seinem Handy ausfüllen. Sie wählen aus, wen Sie besuchen und abhängig von den Antworten wird dann ein Zugriff zum Zutritt zum Büro gestattet oder verweigert. Und hier sehen Sie zum Beispiel für einen QR-Code. Und Office Manager können den Prozess erneut anpassen. Zum Beispiel, Sie können eigenen Fragen an Besucher stellen. Das kann vorgenommen werden, wie Sie hier sehen. Sie können entscheiden, ob Besucher, die ihre E-Mail-Adresse bestätigen müssen oder nicht. Die Office Manager kann eine Erstellung von QR-Codes machen für ein Besucherformular oder Check-in. Und Sie haben einen klaren Überblick auch auf die Besucher im Office-Portal. Und es ist auch möglich, die Daten im CSV-Format zu exportieren. Mit dem Besucher-Check-in können Büromanager leicht verfolgen, wer an welchem Tag im Büro war und, was noch immer wichtig ist, mit wem sie sich getroffen haben. Und hier sehen Sie zum Beispiel von einer Übersicht. Und mit dem Health Screening zum Beispiel von Mitarbeiter können Sie dem Mitarbeiter jeden Tag, erhält einen Tag vor der Rückkehr im Büro, eine E-Mail mit einer Frage zum Gesundheitsscreening. Und der Mitarbeiter erhalten außerdem auch eine telefonische Benachrichtigung, um die Umfrage zum Beispiel auszufüllen. Und Sie werden dann über die Ergebnisse informiert, bevor Sie zur Arbeit gehen, da niemand Zeit mit dem Pendeln verschwinden möchte, nur am Eingang abgelehnt zu werden natürlich. Und wenn ein Mitarbeiter die Umfrage nicht ausfüllt zum Beispiel, sollte er das Büro nicht betreten dürfen. Und wenn Sie unsere Deskbooking-Lösung verwenden, wird der gebuchte Desk automatisch auch wieder freigegeben. Also dies ist wirklich, um, sagen wir mal, Visitor Management und Health Screening eigentlich auf eine leichte Art und Weise zu gestalten. Dann zum fünften, das digitale and Digital Signage and Wayfinding. Öffentliche Informationen und häufige Aktualisierung in Echtzeit sind heute wichtiger denn je. Und Anwendungsfälle für die digitale Beschilderung von Informationen gehen weit über den internen Gebrauch hinaus und stellen in vielen öffentlichen Räumen eine wertvolle Informationsquelle dar. Die verbleibende Herausforderung besteht darin, die Informationen auf einfachste und effizienteste Weise zu vermitteln. Und in einer Welt voller Ablenkungen, leuchtender Farben und Anzeigen ist es unbedingt erforderlich, wichtige Informationen professionell zu vermitteln. Und was ist professioneller als statische Informationen auf einem schwarz-weiß E-Paper-Display anzuzeigen? Und hier sehen Sie eine Anwendung, die wir voriges Jahr eigentlich erstellt haben, zusammen mit Retail Next, einer der führenden Unternehmen in Belegungs- und Fußgängerinformationen, worin wir zum Beispiel einen John 13 Zoller verknüpft haben mit einer Belegung- und Fußgängerinformation Sensorik. Und auf diese Art und Weise kann man dann sehr flexibel in einem Raum diese Art von Informationen zur Verfügung stellen. Sechster Punkt,
Advanced Analytics, und das ist eigentlich ein Fokus auf drei Ebenen, also auf Räume insgesamt, auf die Besprechungen und auch auf die Menschen. Sie wissen, dass wir heutzutage auf wöchentlicher Ebene eine PDF-basierte Analyse auf einem Portal möchten wir erweitern. Im Moment schicken wir auf wöchentlicher Ebene eine Übersicht, und auf diese Weise können jetzt Benutzer in die neue Art und Weise können Benutzer auch Analysen ad hoc anzeigen und die Zeitspanne zum Beispiel auswählen und unsere spezifischen Standorte filtern und sogar in ihr bevorzugtes Tool, zum Beispiel mit Power BI und so weiter, um das zu exportieren. Neben einer reinen Zahlen empfiehlt John Ihnen auch mögliche Änderungen, um die Raumnutzung und die Besprechungsqualität zu verbessern und Ihnen sogar zu zeigen, wie viel Geld man mit John im letzten Jahr gespart hat. Wir planen die Implementierung von den drei verschiedenen Abschnitten der Analyse, also Rooms, Meetings und Leute, People, nach Standort und Zeitrahmen gefiltert werden können. Ganz wichtig in der Anwendung ist natürlich unser John Portal. Unser John Portal ist quasi den Zugang zur Einstellung jeweiligen Modulen, die wir haben. Und darin können Sie es spezifisch machen, können Sie die Benutzer der Buchung von Schreibtischen machen und so weiter. Und wir haben einen spezifischen Unterseite auch erstellt von John Portal. Das ist der Office .getjohn.com, und das ist speziell eingerichtet für die Buchung von Desks und den Check-in von Besuchern und so weiter. Ja, das war eine Gesamtübersicht von John Workplace Solutions. Die sechs Modulen, die zur Verfügung stehen für Sie als Spezialist, um Ihre Kundschaft zu unterstützen, um den Workplace Management gut zu gestalten. Ja, da möchte ich eigentlich jetzt übergeben wieder Philipp und Hanna für Fragen. Ja, Alex, erstmal vielen Dank. Wir haben in der Tat die ein oder andere Frage bekommen. Kleinen Moment, ich öffne mir das gerade. Eine Frage kam von einem Zuhörer, ob man die Joan 6 bzw. die Joan 13 Geräte auch ständig mit Strom versorgen kann, sprich nicht über den Akkubetrieb, sondern eben via Netzteil quasi. Ja, ist möglich. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen. Das erste ist, dass es über PoE kann, und dann braucht man einen PoE-Connector. Aber damit kann man dann eine Verknüpfung machen mit den 13-Zoller und den 6-Zoller. Also das ist die Möglichkeit. Dann ist es rein für Strom. Für den 13-Zoller ist es auch möglich, eine Datenverknüpfung über die PoE-Kabel zu machen. Das ist nicht möglich für den 6-Zoller. Es ist auch möglich, sagen wir mal, konstante eigentlich Verbindung zu haben über die USB-Kabel, die Standard geliefert wird. Die braucht man natürlich, um die Geräte wieder aufs Neue zu laden. Aber wenn man eine Kombination macht, dass man eine USB-Connector hat, dann kann das auch auf diese Art und Weise. Das Schöne bei unserer Technologie ist, dass das Gerät nur Strom abnimmt, wenn er unter 20% ist. Also wenn die Geräte unter 20% gehen, dann werden die wieder Strom nehmen, um auf 100% zu gehen, und schalten dann quasi eigentlich die Konnektion zum Stromkabel ab, also dass es keine Leakage ist von Strom. Und das sorgt dafür, dass das natürlich auch ganz energieeffizient ist. Also ist auch möglich, natürlich, um das zu verkaufen. Aber Sie können natürlich vorstellen, dass einer der größten Gründe, um einen 6-Zoller und 13-Zoller von John aufzunehmen, ist natürlich die Sache, dass man das kabellos installieren kann. Wunderbar. Die nächste Frage wäre, ob es die Möglichkeit beim Deskbooking gibt, Gruppen festzulegen, sprich, dass man die Gruppen clustert in Bereich Einkauf, Bereich Verkauf, Controlling, und ob man das zusammenfügen kann zu einer Gruppe.
Das ist möglich. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe Schreibtisch 1 bis 25 schon mal zur Verfügung im Vertrieb und da können nur Vertriebler eigentlich das buchen. Das ist möglich. Da kann man das im Zonen und sagen wir mal, divisionabhängige Clusters kann man das auch vornehmen. Das ist möglich, ja. Dann zum Desk-Booking kam noch die Frage, ob es aus Datenschutzgründen möglich ist, die Tischbuchung zu anonymisieren, dass man eben nicht sieht, welche Person den Tisch gebucht hat. Ja, ist möglich und das kann das Unternehmen eigentlich selbstständig auch entscheiden und der spezifische Person kann das auch wieder entscheiden, ob er das verfügbar haben möchte, dass Leute sehen, wer da sitzt oder dass das anonym ist. Was wir heute sehen in der Anwendung ist, dass zum Beispiel auch für Neumitarbeiter es für denen ganz interessant ist, um das zu zeigen, dass die im Büro sind, denn das ermöglicht einen auch, um deren, sagen wir mal, Kollegen eigentlich zu treffen. Und vor allem jetzt mit Leuten, die in einer Firma arbeiten, kommen jetzt, die noch nicht da waren, ist es natürlich auch eine gute Art und Weise, wenn man mal physisch im Büro ist, auch zu sehen, dass eine Person da ist. Also ist möglich, man kann es anonymisieren, dann ist es nicht deutlich, wer da sitzt, aber nur, dass es gebucht ist oder man kann es voll freigeben. Vielen Dank. Dann war noch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man bestätigt, dass man am Schreibtisch eingetroffen ist. Ja, das ist möglich. Also es ist möglich, um das über die App zu machen, aber es ist auch möglich, um das über die Webbrowser zu machen. Und ein Kunde kann sich auch wieder entscheiden, um zu sagen, okay, ich möchte, dass jeder meiner Mitarbeiter das machen oder dass die das nicht machen. Das ist also einzustellen wieder. Noch eine Frage zum Thema Besuchermanagement kam gerade noch. Benötige ich eine spezielle Hard- oder Software für das Besuchermanagement und Gesundheitsscreening? Ja, braucht man nicht. Also das Visitor Check-in and Health Screening, wie wir das auf Hochdeutsch genannt haben, ist eigentlich umsonst zur Verfügung. Also dafür braucht der Kunde nicht zu bezahlen. Wir haben das introduziert, weil wir das in die hiesige Situation ganz wichtig finden, dass Leute Zugriff darauf haben. Was die machen, ist, dass die deren Handy haben. Also stell dir mal vor, dass zum Beispiel ein Besucher im Büro kommt bei einem Kunden, dann braucht er eine Handy, die natürlich Zugriff hat auf dem Internet, um eigentlich den Fragenbogen ausfüllen zu können. Also rein ist es von den Besuchern her, der braucht ein Handy, der Zugriff gibt auf Internet. Alles klar, Und Sie und können natürlich das QR-Code natürlich ganz schön auf einen 6-Zoller und einen 13-Zoller machen oder auf ein Blatt A4-Papier, das kann auch, je nachdem, würde ich sagen. wunderbar. Dann eine abschließende Frage noch, wann die Analyseoptionen, die neuen Tools verfügbar sind. Ja, das ist ab April. Also dann werden wir das einführen. Die Informationen zum neuen Analytics werden auch auf Knowledge Base gezeigt werden. Ich denke, dass viele Leute schon Reseller, die schon länger mit Joan arbeiten, sich das auch kennen. Denn Joan Knowledge Base, Sie sehen hier im Bilde auch wieder die E-Mail-Adresse, also die URL, die Website-Adresse von unserer Knowledge Base. Also da wird es stehen. Aber wir werden darüber auch spezifische Informationen auch wieder über den Channel Newsletter eigentlich rausschicken. Aber ab Januar wird das ausgerollt. Und das kommt auch wieder, Philipp, das ist mal gut, denke ich, zu wissen, was wir jetzt sehen, ist, dass natürlich viele Kunden jetzt sich dabei sind, um eigentlich einen Entschluss zu nehmen, wie sich das Büro ausschauen soll. Es wird mehr, was wir sehen, ist, dass das Büro mehr einen Platz der Begegnung und der Dialog ist und weniger ein Platz, sagen wir mal, um in isolierter Situation zu arbeiten. Und gerade weil jetzt Unternehmen auch dabei sind, uns zu sagen, okay, wie viel Quadratflächen brauchen wir noch und wie möchten wir das tun, ist es auch so, dass die daran interessiert sind, um den Daten der Benutzung auch stärker zu verfolgen. Und Unternehmen sehen natürlich auch Möglichkeiten, um sich hier Geld zu sparen und möchten da deshalb auch ganz gerne wissen, wie eigentlich die Büroausnutzung und die Schreibtischausnutzung eigentlich ausschaut. Und dahin sehen wir auch einen zunehmenden Bedürfnis diesen Analysen und Daten.
Das beantwortet die nächste Frage, die gerade noch gekommen ist. Inwieweit Raumbuchung im klassischen Sinne überhaupt noch eine Bedeutung hat in der Zukunft, wenn weniger Personen im Büro sein werden? Ja, das war natürlich so. Also sagen wir mal, ab mit der ersten Lockdown war es natürlich so, dass dass viele Büros ganz leer waren. Aber was wir natürlich wieder sahen, war, dass ein Rückkehr ins Büro wieder stattfand. Aber es war natürlich mehr und mehr war es wichtiger, das mit einer guten Orchestration eigentlich zu machen, dass es viel protokollierter und arrangierter sein sollte. Und das hat einen riesen Stimulanz gegeben für eigentlich Workplace Management und gerade auch für Raumbuchen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Investitionen, die jeweiligen Unternehmen gemacht haben, um zum Beispiel Videoconferencing-Räume zu gestalten, gestiegen ist. Viele Unternehmen haben das in den letzten Jahren gemacht und diese Räume werden natürlich auch so gut wie möglich natürlich auch benutzt für Leute, die tatsächlich einen Videoconference machen. Und um das, sagen wir mal, diese Investition gut rendieren zu lassen, ist eine professionelle Raumbuchung auch erforderlich. Also das sehen wir, dass da von wieder eine Notwendigkeit dargekommen ist. Und wir sehen dann natürlich auch, dass mehr und mehr Areas in einem Büro auch da sind, um sich zu begegnen und eine Besprechung zu haben. Und das hat auch wieder dazu geführt, dass die natürlich auch wieder buchbar sein sollen. Also ich möchte sagen, klassisches Raumbuchen hat sich sogar, weil die Situation da ist, gesteigert und das Bedürfnis an dieser Lösung wieder zugenommen ist. Alles klar. Ja, fragenseitig haben wir jetzt alles beantwortet, was gestellt wurde. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis an alle anwesenden Händler geben, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Es gibt die Möglichkeit, für Demozwecke ein Joan Starter Kit über uns zu beziehen. Lieferumfang ist ein voll funktionsfähiges 6 Zoll Display und ein Joan 6 Zoll mit einer vorgefertigten Kundenpräsentation. Auch mit im Lieferumfang ist die vollwertige Subscription, die vollwertige Lizenz, dass man einfach, dass sie ihrem Endkunden im Endeffekt den vollen Umfang vom Joan zeigen können. Ja, das ist eine gute, Philipp. Das ist die Premium Subscription. Also was praktisch ist, wenn Sie sich über Exertus Pro AV ein Starterpaket beschaffen, dann können Sie mir eine E-Mail schicken. Der Philipp hat meine Informationen, Sie sehen das auch auf dem Bild, um den Free of Charge Code zu bekommen für den Premium Subscription. Und wie Philipp sagte, dann haben Sie Zugriff auf die ganze Palette von Möglichkeiten der Raumbuchung. Es ist auch möglich, vielleicht nochmal, um das zu betonen, wir haben schon jeweiligen Reseller darauf auch informiert. Es ist möglich, dass Sie den Joan Desk Booking Solution und App auch umsonst für 6 Monate selber ausprobieren können als Händler. Also viele Ihrer Organisationen sind jetzt natürlich auch teilweise im Büro und von Hause aus und brauchen natürlich auch eine Lösung. Sie als Händler können umsonst 6 Monate den Joan Desk Booking App selber ausprobieren. Und wenn Sie das möchten, bitte richten Sie sich an Philipp oder der Hanna, um ihn dazu ihn zu unterstützen. Und ja, erfahren Sie es und lassen Sie es uns wissen, wie es Ihnen gefällt. Wunderbar. Ja, die Kontaktdaten sind eingeblendet. Wir werden die Präsentation im Nachgang auch noch zur Verfügung stellen. Wird dann die nächsten Tage auf jeden Fall per Mail kommen. Dann, Lex, möchte ich mich bei dir für deine Zeit bedanken, für dieses Webinar und bei Ihnen allen für die sehr zahlreiche Teilnahme und wünsche an dieser Stelle einen frohen und erfolgreichen Arbeitstag. Vielen Dank. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.